Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Was erwartet uns in die nächste Zeit? Und ich spreche von Zeitraum vom 14. bis 20. August 2017. Vergangenheit. Es sind Erinnerungen, verletzten Gefühlen und Enttäuschungen, das sollen wir beenden. Kontakte von Vergangenheit oder Ereignisse, was mit der Vergangenheit zusammenhängt, führt zum Ärger. Wir sollen weiter denken, neue Ideen haben und auch neue Kontakte. Das führt zum Erfolg und es ist viel erfreulicher. In den geschäftlichen Bereich sollen wir neue Ideen einbringen, weil das bringt Gewinn. In die Liebe, Partnerschaft sollen wir alles geschehen lassen und ja, nicht klammern. Wenn wir etwas verschenken möchten, dann sollen wir gut überlegen, was verschenken wir und wen verschenken wir und ob überhaupt etwas verschenken sollen. Informationen und Bücher, da sollen wir wählerisch sein und nur das Feinste raussuchen. Dann ist wichtig die Einkauf, also die Geschäfte anschauen, die Ware anschauen, aber auch vergleichen, also uns informieren, aber noch nichts kaufen. Dann sollen wir rechnen und die Buchhaltung noch überprüfen. Was wichtig ist, von trüben Gedanken verabschieden. Und das war mein Rat für die kommenden Tage. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.